Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, werte Frau Senatorin. Herr Oberg, die wissenschaftlichen Erfolge, die Sie hier gerade genannt haben, die hat doch nicht diese Koalition verursacht, sondern da sind doch die Grundlagen in der Vergangenheit gelegt worden. Da waren Sie auch dabei, wollen wir gar nicht bestreiten, aber dass Sie sich das hier jetzt für diese Koalition an den Hut heften, ist Quatsch. Wir anerkennen sehr wohl Ihr Bemühen, Frau Senatorin, die Kontinuität rot-roter Hochschul- und Wissenschaftspolitik auch unter schwierigen Bedingungen fortzusetzen. Nichts zeigt deutlicher die Konzeptionslosigkeit Ihres Koalitionsgegners in Wissenschafts- und Hochschulfragen wie die Tatsache, dass das Einzige, was dem Kollegen Graf dazu hier eingefallen ist, ein Lob nun ausgerechnet auf die Einstein-Stiftung war, die die CDU damals mit dem Gang zum Verfassungsgericht verhindern wollte. Das ist absurd. Ja? Frau Senatorin, wir könnten uns an der einen oder anderen Stelle höhere und oder eine andere Schwerpunktsetzung vorstellen, Studentenwerk zum Beispiel. Für steigende Anforderungen braucht es auch höhere Zuschüsse. Insbesondere bei dem Umgang mit den frei gewordenen BAföG-Mitteln hätten wir andere Prioritäten zu setzen. Frau Wanke hat damals nicht erklärt, nehmt das Geld und saniert damit um Gottes Willen den Berliner Haushalt. Ihre unmissverständliche Vorgabe in Ihrer Pressemitteilung vom 27.05.14 war: Mir war wichtig, dass die zusätzlichen Mittel tatsächlich bei den Schülern und Studierenden ankommen. Das ist von den Ländern verbindlich zugesagt. Hier würden wir uns in der Tat im Wankerschen Sinne wünschen, dass diese Gelder vor allem in den Ausbau von Studium und Lehre, zum Beispiel in eine bessere Ausstattung des akademischen Mittelbaus, Stichwort Prekarisierung, zur Verbesserung der Studienbedingungen einfließen. Wir wissen auch, dass der Kollege Wowereit Ihnen mit seinem Versprechen bis 2020 5.000 zusätzliche Wohnheimplätze für Studierende zu schaffen, ein ziemliches Ei ins Nest gelegt hat. Das ist immerhin ein Investitionsvolumen von rund 274 Millionen Euro. Das nun aber über die Wohnungsbaugesellschaften letztlich auf deren Mieter abzuwälzen, ist keine wirklich gute Idee. Herr Graf hat vorhin stolz die steigenden Studierendenzahlen präsentiert. Ja, die Zahlen steigen. Aber für den steigenden Bedarf braucht es dann auch weiteren studentischen Wohnraum. Mit den 5.000 Plätzen bis 2020 halten Sie aber allenfalls bis dahin den jetzigen Status quo des aktuellen Mangels. Das wird nicht reichen. Der Bedarf ist bereits heute da und die Studierenden, die heute in die Stadt kommen, können nicht in Wohnungen wohnen, die 2019 fertig werden. Zum Investitionsproblem ist jetzt alles gesagt. Dazu müssen wir hier nicht reden. Da werden wir uns dann noch mal ganz in Ruhe in der nächsten Legislaturperiode unterhalten. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da vorwärts kommen.